Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Recken gegen den SC Magdeburg. Ich begrüße Magdeburgs Trainer und sportlichen Leiter Bennett Wiegert bei mir und unseren Trainer Carlos Ortega und sportlichen Leiter Sven-Sören Christoffersen. Bennett, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Deine Analyse bitte. Ja, danke schön. Vielen Dank. Wenn ich das Spiel analysieren möchte, ist es für mich relativ einfach, eine Phase zu finden, wo dieses Pendel für uns umschlägt. Das ist, glaube ich, bis zum 12-12 in der in der 22. Minute. Es ist ein relativ ausgeglichenes Spiel, wo auch die Führung hin und her wechselt. Jede Mannschaft kann sich mal mit einem Tor, aber nicht mehr absetzen. Wir schaffen es dann, in die Halbzeitpause zu gehen mit einem 16-13 für uns. Da haben wir wirklich nochmal die letzten 10 Minuten übers Tempospiel. Wir haben leider in der ersten Halbzeit nur 5 Tempospieltore erzielen können, aber in den letzten 10 Minuten 3 uns einen Vorsprung erarbeiten können. Dazu bekommen wir in dem einen Gegenstoß eine Zeitstrafe, die wir mitziehen können und gehen dann mit Ballbesitz in Überzahl in die zweite Halbzeit, nehmen uns da auch in der Kabine vor, dieses Momentum, was gerade gefühlt auf unserer Seite ist, zu nutzen und auszubauen und wirklich für Ruhe zu sorgen. Auch das gelingt uns. Wir gehen dann, glaube ich, wenn ich jetzt hier nochmal gucke, von 13-16 auf 13-19. Es ist ein Superlauf. Hannover wird gleich gezwungen, ihre Auszeiten zu nehmen. Wir haben dann wirklich alles im Griff und haben dann leider noch mal eine Periode gegen uns, die so ja, von der 43. bis 53. ist, wo ich beschreibe, wo es einen 4-0-Lauf von Hannover-Borgdorf gibt. Ich will nicht sagen, dass wir ein Zittern bekommen, aber wir halten da eine Flamme von Hannover am Leben, die wir nicht am Leben erhalten müssen unbedingt, wo wir, wenn wir konsequenter sind, das schneller klarstellen können. Großen Respekt vor dem Kampfgeist in Hannover-Borgdorf, auch dann noch gerade am Ende des Spiels an den Tag gelegt hat. Trotzdem glaube ich, dass das vielleicht noch so der letzte Unterschied ist zu einer wirklichen Spitzenmannschaft, dass man dann hier noch deutlich nach Hause geht. Ich will nicht sagen, dass wir gezittert haben. Dafür waren wir heute schon souverän, haben sehr diszipliniert gespielt in beiden Sachen, sowohl im Angriff als auch in der Deckungsarbeit. Und geholfen hat uns dann natürlich heute auch eine Torhüterleistung von Yannick Rehn. Deswegen fahren wir heute bestimmt mit einem sehr, sehr guten Gefühl nach Hause. Nach 3 Niederlagen tut uns das jetzt mal ganz gut, im Bus zu sitzen und eine kurze Heimfahrt mit einem sehr, sehr guten Gefühl zu haben. Danke. Vielen Dank, Bennett Wiegert. Carlos, deine Analyse bitte. Hallo. Hallo zusammen. Gratuliere von Magdeburg für sich. Ich denke, die erste Halbzeit, unsere Leistung, die erste 26 Minuten war in der Richtung weg. Aber unsere Fälle in den letzten 3 Minuten, wir kommen in der Kabine 3 Tore unter. Und danach in der zweiten Halbzeit, die Start war Katastrophe. Und Magdeburg war 6 Tore offen, war sehr schlecht für die Mannschaft. Wir probieren ein bisschen andere Anfänger, wir probieren andere Spiele in Angriff auch, aber Magdeburg hat die absolute Kontrolle für das Spiel. Vielen Dank, Carlos. Sören, kann man sagen, beim 40-20-Prinzip vielleicht heute 40 sehr gute Minuten, 20 weniger gute, reicht es nicht, um den SCM zu schlagen? Ja, ich glaube, das fasst man so ganz gut zusammen. Also Benno und Carlos haben das, glaube ich, beide gut analysiert, dass der Knackpunkt kurz vor der Halbzeit lag und dann eben auch nach der Halbzeit. Und wenn man dann irgendwann 9 Tore hinten ist, dann wird es halt auch schwer. Wenn man 40 erste gute Minuten spielt, dann wird es für Magdeburg vielleicht auch schwieriger. Wir haben es aber, glaube ich, auch bis aufs 11-10 nicht wirklich, oder doch 12-11 sehe ich gerade, auch nicht geschafft, mal in Führung zu gehen. Wir hatten da durchaus Möglichkeiten. Ja, dass man sich vor so einer tollen Kulisse nicht aufgibt, ist sehr positiv zu bewerten. Das war heute, und da hat dieses Live heute wieder gezeigt, wie viel Spaß das hier auch machen kann. War wirklich tolle Atmosphäre, ausverkauftes Haus. Am Ende des Tages ist Magdeburg da aber inzwischen zu routiniert mit umgegangen, hat immer wieder die Kontrolle über das Spiel erhalten. Und ja, insofern sind wir mit den 5 Toren wahrscheinlich gut bedient. Vielen Dank, Sören. Gibt es Fragen von der Presse an die 3 Beteiligten?
Ja, Stefan Linse, Matzak Sport hier vorne, das Mikro kriegst du. Ich wollte mich erkundigen nach dem Zustand von Morten Olsen. Der hatte zwischendurch immer wieder Probleme offenbar, hat sich an die Hand gefasst. Wie ist das bei dem? Er hat immer noch die Probleme in der Hand, aber er hat gespielt mit dem Messer, aber er war da. Ich denke, für nächste Woche sind wir der Gleis. Er ist dabei auch, aber er hat Schmerzen in der Hand. Und mit Veit, das war eine Vorsichtsmaßnahme, dann ihn hier zu lassen, um Ersatz zu haben als Spielmacher? Es war vorher nicht ganz klar. Morten hat 2 Trainingseinheiten absolviert, hat aber immer Probleme, vor allem beim Wurf auch, was ja eine seiner Stärken ist. Und wir sind in der komfortablen Situation, dass unsere A-Jugend aktuell im Hinspiel eine sehr gute Situation erwirkt hat. Und wir haben weitere Spieler in unserer A-Jugend, die auch in unserem Erweiterungskader nächstes Jahr stehen. Und Handball ist ja bekanntlich ein Mannschaftssport. Veit hat ein herausragendes Spiel letzte Woche gemacht. Und um auch diese Spieler weiter reifen zu lassen, müssen die in diesem Spiel jetzt mehr Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig hatte Veit heute die Chance, bei Ausfall von Morten hier Minuten zu bekommen. Insofern haben wir uns abgestimmt, Veit heute hier zu behalten. Noch weitere Fragen? Ja, die Kollegin aus Magdeburg, hinten rechts. Eine Frage an Bennett Wiegert, beziehungsweise 2. Die Spieler unten haben vor allem die Mannschaftsleistung gelobt und sozusagen den eigenen Auftritt. Können Sie dazu vielleicht auch noch mal ein Wort sagen? Und dann noch mal die Personalie Mika Damgard, der nur einen Freiwurf kurz geworfen hat. Ist er verletzt oder wie ist das einzuschätzen? Ich fange mit der ersten Frage an. Das kann ich gleich das Möhre aufgreifen. Handball ist ein Mannschaftssport. Ich glaube, dass wenn die Spieler das loben, dass das vielversprechend und vor allen Dingen erfolgsversprechend ist. Ja, und deswegen bin ich auch gern dabei, sie heute für diesen gemeinschaftlichen Auftritt auch zu loben. Wir haben das wirklich als Team gut gelöst, als Team in der Abwehr gut gelöst, haben auch sehr als Team im Angriff agiert. Das sieht man, glaube ich, auch an der Ausgeglichenheit der Treffer, auch wenn da Matthias Musche mit 10 Toren rausragt, aber da sind auch 4 Siebenmeter dabei. Waren die Spieler, die auf dem Feld, alle in dieses Spiel involviert. Und das hat uns, glaube ich, ganz gut getan. Zu Mika Damgard. Mika Damgard ist nicht verletzt. Er ist völlig gesund. Wir hatten heute eine andere Seite, wo wir begonnen haben, also einen langen Angriff-Abwehrwechsel. Ich wollte von Anfang an versuchen, das Tempospiel von Hannover-Borgdorf zu unterbinden. Das ist uns, glaube ich, auch gerade in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen, wo sie bloß ein Tempospiel nach unserer Statistik machen. Und hatte dann bei dem 13-16 das Gefühl, dass die Spieler, die auf dem Feld sind, jetzt drin sind, dabei sind. Und hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt nochmal einen Impuls von der Bank setzen muss, um dieses Spiel zu gewinnen. Weiß nicht, ob ich Mika damit überhaupt einen Gefallen getan hätte. Deswegen war das heute allein aus taktischen Gründen was anderes darzustellen. Ich gehe fest davon aus, dass er nächste Woche zu Hause gegen Wetzlar wieder seine Spielanteile bekommen wird. Gerne. Weitere Fragen? Gibt es nicht? Dann vielen Dank, Bennett, vielen Dank, Carlos und Sören. Euch eine gute Heimfahrt und viel Erfolg für die letzten Aufgaben und dann uns allen noch einen schönen Sonntag, Nachmittag und Sonntagabend. Bis dahin, vielen Dank.